Also bevor ich anfange zu aquarellieren, habe ich mein Blatt vorbereitet, indem ich das auf der linken Seite gewässert habe, damit der Kleber des Papiers sich verteilt und die Farben brillanter werden. Und dann habe ich das Blatt gewendet und mit säurefreiem Kleber, Klebestreifen, die Ränder geklebt. Und jetzt kann ich eigentlich anfangen. Ja. Ich habe schon als Kind sehr gerne gemalt und gezeichnet, auch in der Schule, war aber mit dem Ergebnis kaum zufrieden. Ich bin sehr selbstkritisch, auch heute noch. Während meiner Münchner Zeit hatte ich ja die Möglichkeit, viele Ausstellungen, Galerien, Museen und die alte Pinakothek mit den alten Meistern mir anzuschauen, was sehr interessant war. Es war eine schöne Zeit und dazu die bayerische Landschaft inspirierte, zum Malen. Also, das war schon toll. Wenn wir mit den hellsten Farben anfangen, bei Aquarell. Zwischendurch besuchte ich Seminare in der Internationalen Kunstschule Angelika Kahn-Leonard im Schwarzwald. Dort beschäftigten wir uns eingehend mit der Farbenlehre, auch Goethes Farbkreis, sehr interessant. Und es war einfach toll zu erfahren, auch wie man mit den drei Primärfarben ein ganzes Farbspektrum herstellen kann. Und das im Bild anwendet, in dunklen, hellen, warmen und kühlen Tönen, sodass das Bild Spannung erhält. Schön ist es hier, im Norden von Schleswig-Holstein, sagt Agnes Holtkamp. Der weite Himmel, die Marschlandschaft, die Elbe mit ihren vielseitigen Facetten und vieles, vieles mehr.